Da im Internet öfters Quellen von Videos und Bildern nicht angegeben werden, zeige ich euch heute, wie man die identifizieren kann. So, ich habe hier mal ein Beispiel. Und als erstes mache ich hier davon einen Screenshot, zum Beispiel unter Windows mit der Drucktaste, dann in Paint einfügen und dann zurechtschneiden. Oder halt unter GNU Linux zum Beispiel mit so einem Bildschirmfototool. Und ich will nur diesen Bereich hier haben, von der zum Bild gehört, so ohne die Playerleiste. Also nur von hier bis hier. So, und dann gehe ich zu Google Bildersuche und ich habe den Screenshot schon mal vorbereitet. So, und dann ziehe ich dieses Bild einfach in die Google Bildersuche. So, und dann gucken wir mal, was wir finden. Ich habe hier zum Beispiel jetzt diesen Eintrag hier gefunden. Hier sieht das Bild genauso aus wie das oder so ähnlich aus wie das, was ich da eingegeben habe. Ja, es lädt leider ein bisschen. Es lädt, es ist fast da. Und hier hat jemand das Originalvideo abgefilmt. Ich kann hier die Quellenangaben unten sehen und aber die stehen auch daneben und dann kann ich hier mit Hilfe dieser Angaben gebe ich die einfach hier mal bei Google ein. So, und damit habe ich hier das originale Video gefunden.